Gute Musik, herzlich willkommen zu einem neuen Part vom Let's Play Last Epoch. Wir machen einen neuen Charakter. Ich habe hier so ein Fackelbeet gemacht. Der ist jetzt momentan einfach, ja, zwar ist mega stark, aber sehr squishy und ja. Wir machen einen Beet, der wieder nach einem Guide ist. Das war jetzt wirklich einer, der nicht nach einem Guide war. Und dafür müssen wir den Primalist nehmen. Sondern nutzen, Blut, Blut, Born, ja, soll ich die Geld? So, ich kann auch noch schauen und lesen, ja. Also Blutform, es wird nämlich ein Blut, ja, Totem, Tonnen, Totenbeet. Destruction, a raid by the forces of Raya. My home and my family had been turned to ash. The call came for the tribes to unite, but I am drawn elsewhere. Now I am traveling to the Temple of Itera in search of answers from the Mother Goddess and the strength to take my vengeance. Ja, nice. Ich zeige jetzt euch gleich mal kurz den Beet Guide. So, jetzt haben wir hier oben ein Fenster. Natürlich. Und jo. Wir haben ja den Stab, wir haben die Rüstung. Und wir haben die Schuhe, glaube ich, auch. Müssen wir dann nachschauen. Und was wir noch brauchen, ist Dom Red Testament. Und wahrscheinlich der Helm, der wird am schwierigsten. Plus 4 Summon Torn Totems. With increased damage for totems. Ja, keine Ahnung. Ich versuch's einfach mal mit dem Guide. Also, Last Epoch ist doch für wenig Spielzeit sehr schwer. Finde ich. Also, es kann wirklich sein, dass wir da eben auch gar nicht mal so weit kommen können, eventuell, wenn wir nicht mehr Zeit haben zum Leveln. Ich werde auf jeden Fall dann später wieder leveln, wenn Livestream, dann habe ich ein bisschen Zeit, oder? Kann ich auch ein bisschen Last Epoch bringen. Ja. Das mache ich auf twitch.tv/dragobasa. Dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Ich streame immer wieder. Und das meiste ist natürlich ein bisschen die Nacht rein. Und ja. Ist momentan echt viel los. Also ich habe ja einen Minecraft Server gemacht und ja, dank Claudic habe ich den schon richtig gut ausgebaut. Und ja, mit den Plugins alles Mögliche. Wird sicher sehr cool werden. So. Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit wenig Let's Play Parts hochladen können. Das ist ja klar. So wenig Zeit hat, wenn man halt auch noch ein intensives Real Life hat. Das kann ich euch gerne in meinen Vlogs dann zeigen. Stört euch bitte nicht, wenn ich vlogge. Auch für die Vlogger natürlich, dass ich game. Aber es wird natürlich umgehen und auf Kritik kann ich natürlich hören. Ich bin nicht einer, der irgendwie Kritik dann findet. Oh nein, 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 ich will das nicht mehr machen. Oh, ich mag das nicht und so Sachen. Aber ich bin ich einfach auch ein bisschen froh, wenn es auch mal ein bisschen Kritik gibt. Ein bisschen Benerve. Dann sieht man ja auch, wie es mögt und wie es nicht mögt. Und dann kann man sich immer noch verändern. Also, ich mache es einfach für meine Gesundheit, dass ich noch Livestreamen und Let's Playen kann. Danach Vlogs, das ist nur für meine Gesundheit und ich hoffe, es stört euch nicht. So, ihr wisst ja, dass der Primalist meine Lieblingsklasse ist. Ja, und du hörst auf zu blöde. Blödes Headset. Ich brauche ein neues Headset. Ja, genau, ich hatte jetzt einen Wohnwagen im Weg. Ich tue jetzt einfach Last Epoch Let's Playen. Die anderen machen in den Livestreams. Und wenn jetzt zum Beispiel Titan Quest gehen würde, nicht nur Blackscreen im Startbildschirm hätte, hätte ich das jetzt auch noch gemacht. Und Sekiro 2 sowieso. Aber ja, es geht leider nicht. Das ist, glaube ich, hier genau. Hier habe ich die Rüstung, hier habe ich die
der Stab. Und dann nehmen wir noch die Schuhe, Handschuhe. Dann ist hier on hit das Geld mit Totems, denke ich. Diese Schuhe sind wegen der Schnelligkeit, Bewegungsgeschwindigkeit gut. Und ja, ab 12 können wir auch schon mitnehmen. Und wir rushen ein bisschen durch. Mit dem Bild geht es natürlich schneller mit dem Rushen. So, kenne ich immer. Totems haben aber nicht so viel Schaden gemacht. Das wurde geändert im letzten Patch. Im Allgemeinen wurde Schamane auch verstärkt, glaube ich. Aber noch nicht so viel, dass es sich wirklich lohnt. Machen wir Minion Damage. Da haben wir zum Beispiel noch ein Level 14, dann nehme ich auch mit. Nebenhand. Und Damage. Gürtel. Oder wäre das besser? Der Gürtel ist gar nicht so gut. Machen wir den mal hier hin. So. Und dann nehmen wir noch mit ein 4 Gold und ein Amulett. Genau, sehr gut. Ja. Dann nehmen wir noch die Handschuhe mit. Der Rest müssen wir nicht mitnehmen. Noch nicht mitnehmen. Ja genau, irgendwo haben wir noch Thorn, das nehmen wir. Thorn. Ja. Bin ein bisschen müde, es ist 2:47 Uhr. Den Helm müssen wir mitnehmen. Oder, da können wir schon tragen. Okay, ist der denn besser? Nein, das ist nicht besser. Ja. Ich nehme den gar nicht mit. So, dann können wir gleich schon losgehen. Und ja. Ist natürlich richtig motivierend, jetzt wieder ein B zu gefunden Kunden zu haben, der für Anfänger ist, für Casual Game. Also ich bin ja nicht unbedingt Casual Gamer, spiele schon jeden Tag, aber ich meine einfach, es ist schon knackhart das Game manchmal. Du bist ja da im letzten Akt, glaube ich, achten Akt, geht es ja wie extrem ab und da kann ich natürlich mit dem Feuer, also Burning, also Ignite, Fortschneider nicht so viel machen. Ich habe gesehen, einfach Fortschneider hat wenig Defensivoptionen. Konnte ich einfach nicht mehr weitermachen. Ich habe eine Todesangst gehabt. Wegen Warpuff, wo man nicht so gut ausweichen kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt Attunement nehmen, ja. Attunement. Haben wir schon den Toten? Ne? Noch nicht den Toten. Jetzt sind wir mal Ice Stones. So. Die Levels sind sowieso mega schön hier am Anfang. So. Bessere Levels sind natürlich schon einzigartig und so. Die haben das oft umgewandelt, immer schöner gemacht und jetzt sieht es so richtig stimmig, waldig aus. Ich weiß noch, die ersten, die waren so richtig wiesig, so richtig einödig. Also von diesem Level hier, Southland Plateau, war richtig einödig. Und das haben sie oft verändert. Also wenn ihr wirklich ein Spiel haben wollt, das sich oft verändert und verbessert wird, dann ist es Last Epoch. Ich bin einfach so ein gigantischer Last Epoch Fan und ich freue mich natürlich auf jede weiteren Updates. Zum Beispiel bei Path of Exile wurde fast nie immer wieder etwas verändert. Zweimal ja diese 6 Akte dazu gekommen oder so, aber so richtig viel wurde nicht verändert, vor allem optisch. Und Last Epoch wird halt optisch auch immer wieder viel mehr verstärkt und ja, das ist natürlich einfach krass geil. So, also, wenn ich jetzt ein Auswahl habe zwischen einem Let's Play, dann mache ich natürlich ein Let's Play von Last Epoch. Wird auch oft geschaut. Aber ich möchte natürlich auch Champions Fragment ab und zu weitermachen, das ist klar. Das ist natürlich klar, Champions Fragment ist natürlich ja fast noch mehr besucht, aber das kann man halt nicht jeden Tag bringen. Es fehlt halt einfach an ein Spiel plus. Da muss ich dann auch immer schneiden. Ja, wahrscheinlich bald den Camtasia. Da kann ich natürlich auch besser schneiden. Auf jeden Fall jetzt nicht lecken während dem Schneiden und während dem Video schauen. Da bin ich natürlich schon echt froh darüber. Ja.
So. Ja, jetzt mache ich einfach so, weiß nicht, einen Part pro Tag wieder. Zwei sogar. Ich denke vielleicht sogar zwei. Ja, easy. Und ja, dann werden wir mal gucken, wie wir vorwärts kommen. Ich will natürlich alles zeigen, oder? Auch in den Livestreams. Also manche Sachen, die nicht so gut sind, spannend sind, mache ich natürlich in den Livestreams, das ist klar. Okay, dann noch kein Level, genau. So. Ich kann halt echt manchmal nicht schlafen. Ich schlafe so zwischen 10, jetzt 12, also 0 Uhr 00 und 2 Uhr 30 immer. Jetzt bin ich halt aufgewacht und wurde natürlich euch auch eine Möglichkeit bieten, ja, mir zuzuschauen im Video. Zu Livestreamen jetzt ist natürlich nicht so toll. Deshalb fange ich jetzt auch wieder mit Last Epoch an, weil es natürlich so weiter einfach machen. Mit einem neuen Charakter anfangen und ja, ich denke, der wird natürlich schon viel safer sein. Ich habe einfach immer das Problem, dass ich zu wenig gute defensive Items habe. Also ich müsste irgendwie ja, halt einfach mehr spielen können. Nur in Livestreams ist es einfach nicht so beliebt. Da ist beliebt zum Beispiel Transport, Fever 2 und Minecraft. Aber auf YouTube ist es ganz anders, da ist Champions of Regnum und Last Epoch sehr beliebt. Und deshalb mache ich die auch auf YouTube, oder? Habe ich auch ein bisschen Abwechslung. Genau. Das ist sehr viel, dieses Ding. Okay, wir haben ihn besiegt. Sehr schön. Und ein Level. Jetzt können wir die Rüstung und den Stab. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. So. Bist du weg? So, jetzt müssen wir hier rüber. Ration, Health. Ich mach den zurück, wir brauchen die anderen. Ich mach den zurück. Wir brauchen jetzt die hier. Alle, also vor allem Reader Thorns muss ich so schnell wie möglich freischalten. Dafür ist die Cast Speed weg, aber dafür tut es Homing. Also, sie suchen eine Dorn und die sind natürlich wichtig für den Damage. Deshalb müssen wir das so machen. Gut, und das Leveln, also diesen Level, den wir jetzt verloren haben, der wird natürlich schon schnell noch zurückgegeben. Das ist nicht so schlimm. Ja, also Last Epoch macht mir so viel Spaß. Ich sehe es manchmal natürlich in den Let's Play Parts. Manche Szenen mag ich nicht so. Das Spiel ist halt so. Also ich finde, meine Zuschauer sind manchmal so richtige. Ja, keine Ahnung, also, wie sagt man denn? Ja, sie wollen nur das Wichtigste schauen. Und alles andere haben sie keine Zeit. Kann ich verstehen. Sie arbeiten ja auch den ganzen Tag, finde ich. So bin ich in den Livestreams manchmal auch nicht so ja, erfolgreich. Ich habe nicht ja, nur ein oder zwei Zuschauer. Aber das haltet mich natürlich nicht vom Livestream ab. Ich habe halt einfach Zeit. Und mit Vlogs habe ich dann halt auch wieder ein bisschen weniger Zeit, dann zu streamen, wenn sowieso nicht zugeschaut wird. Und deshalb, ja. Genau. Kann ich auch auf YouTube Livestreams und Let's Plays machen. Gott. Ist doch klar. So. Tut mir leid, dass ich heute echt ein bisschen unkonzentriert bin, aber das liegt an meiner Krankheit. An meiner Schlaflosigkeit und so. Ja. Kann man nichts machen, wenn man sich zu fit, zu gesund fühlt. Ja, nicht gesund, aber. Zu fit fühlt, oder? Das hat auch eine Krankheit, wenn man sich viel zu fit fühlt und nicht schlafen kann. Vielleicht soll ich auch die Totems auf Mana regnen, also auf Mana wiederherstellen oder so machen, aber nee, das ist. Also sobald wir Schamane haben, sind, dann machen die Totems. Also sind die Totems auch ein bisschen günstiger, also viel günstiger. Und beim Schamanen haben wir auch Mana-Regeneration erneut. Und der kommt ja eigentlich relativ schnell. Das ist ab Level 40 oder 50 kommt der. Jetzt haben wir auf diese Streuung bei den Totems, aber das wird dann schnell weg sein. Mit dem Homing
Schutz. Und ja, wir bluten, also wir lassen ja auch die Gegner bluten. Das ist natürlich sehr gut. Weil so physisch, wenn ihr physisch macht, dort Eis, also ja, Gift, ja, macht ihr auch dort. Also Eis und physisch macht, dann macht ihr viel zu wenig Schaden. Also lieber bluten. Genau. Damage, cast bitte soll wieder ein bisschen runter. Macht nichts. Dafür machen wir den Damage hoch. Auf Level 7 können wir die Schuhe tragen. Genau. So, und für die, die wirklich auch viel schauen, meine Videos auch schauen, die haben dann einen 50-Minuten-Part. Und es braucht ja nicht lange zum Hochladen. Für 3 Stunden. Jo. Okay, wir können runter hüpfen. So. Jetzt momentan ist es natürlich noch chillig. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und sonst, ja, eben. Ich bin ja nicht einer, der so ein Ding braucht, viel Videos geschaut zu haben. Und so Sachen. Dürft gerne auch Kommentare schreiben, natürlich, wenn ihr Lust habt. Damit der Algorithmus meine Videos besser empfiehlt oder so. Das ist nichts verpflichtend, gell? Ich bin keiner, der so mega abhängig ist und sagt, ja, abonniert mich, liked und alles Mögliche. Ich werde es auch nie sein. Mir ist es egal, ob ich 20 Abonnenten habe oder 100.000. Ich habe nämlich schon 741 oder so. Das ist schon mehr als genügend, wenn sie nur einfach auch aktiv sein würden. Aber ja, das ist eben halt natürlich normal, dass viele Abonnenten gar nicht aktiv bleiben oder sind. Das ist völlig normal. Ich meine, die Großen, die so über 1 Million Abonnenten haben, die haben wenig Aufrufe im relevanten Abos. Also ich bin völlig rundum glücklich. Ich tue ja den Kanal gar nicht so extremst immer, ja, feeden oder mit Videos. Also es geht halt einfach nicht. Ich bin aktiver in den Livestreams auf Twitch, das ist klar. Aber ich habe ein Leben. Ich bin nicht Fulltime-Livestream, Let's Play und so. Ich habe ein Leben. Das verstehen manche Leute einfach nicht. Sie wollen unbedingt mehr oder sind dann einfach toxisch oder finden es auch nicht gut, wenn ich zu viel mache. Man ist nie glücklich als Livestreamer und Let's Player. Nie. Aber das ist mir nicht schlimm. Es ist einfach so, die Leute sind minisch. Die haben eine Meinung und davon muss man leben. Man ist ja Influencer. Und ich kann das eigentlich sehr gut, weil, ey, also was ich jetzt rede, ist das mir überhaupt nicht schlimm. Ich reagiere auch immer auf die Wünsche. Schreibt es in die Kommentare, wenn euch irgendwas belastet. Ist sehr wichtig. Und dann geht es euch auch besser. Ist Range besser? Auf jeden Fall ist Damage mit Totems besser. So. Ja, eine Nebenhand haben wir jetzt noch nicht, aber. Ja, ich habe jetzt keinen Bock gehabt, einen Schild auszusuchen. Ich habe ein paar Schilder, aber mit schlechter Blockchance am Anfang. Ist, glaube ich, normal. Ja, und so ein Ausweichschild brauchen wir auch noch nicht. Es ist zu leicht am Anfang. Also diesen ersten Akt, ich weiß nicht, ob es irgendwie schon im zweiten Akt. Man sieht es halt nie. Es ist immer nur kurz angezeigt beim Gebiet, nein, beim Quest weiterführen. Aber nicht immer. Und da sieht man dann nie, in welchem Akt man ist. Das müssen sie noch verbessern. Diese Grütze kann auch mal ein bisschen detaillierter werden. Heute Grütze. Was ist eigentlich Void? Void ist wahrscheinlich so eine Art Magie, Verunreinigung oder so etwas. Ja, toxisch Gift oder so etwas. Aber ja, es ist eigentlich das, was Pass of Exile Diablo. Also in Path of Exile ist es ja das Chaos. Und in Diablo ist es ja eigentlich die dunkle Magie, beziehungsweise es steht gar nicht. Also es ist, in Diablo ist es ja eigentlich nur Blitz, Feuer, Eis und Gift. Mehr ist nicht dort. Ich werde vielleicht auch noch Diablo 2 Resurrected manchmal Videos machen. Aber da ist es auch momentan echt ein bisschen lame. Totenbeschwör, wollte ich unbedingt mal zuerst mal vorwärts kommen und dann die Zauberin mit Infinity. Aber erst wenn ich Infinity habe,
Und das geht einfach zu lange. Diablo 2 Resurrected ist halt echt langsam. Ja, hallo. So, wir nehmen hier. Er bracht halt Damage, damit er hier das blockt hier oben. Ich glaube, ich mache ihn auf Blitz oder auf Eis. Ich glaube, ich mache ihn diesmal auf Eis, sonst habe ich ihn auf Blitz manchmal gemacht. Und hier müssen wir natürlich hier hin und da müssen wir 4 Punkte reinsetzen. Damit Guy des Thorns, dann kommt im 5. Punkt. Das wird noch ein Hobby. Ja, das Leveln ist manchmal ein bisschen zu lang. Wir sind am Ende aus der Woche, aber gut. Ja. Dafür ist die Kampagne richtig toll. Also einfach ein bisschen Geduld haben, nicht gerade so denken, ja, das ist dumm. Langsam. Ist es nicht, das macht mega viel Spaß. Auch zum 20. Mal hier durch die Kampagne zu fetzen. Es ist nicht so wie Last Step, so wie Path of Exile oder Diablo, wo du einfach noch einmal Kampagne durchspielen eigentlich schon keine Lust mehr hast. Das ist wirklich mega gut gemacht. Einfach die Grafik, weil es 3D ist, dann ist es natürlich viel besser. So, da ich das Amulett eigentlich gar nicht mehr brauche, tue ich eigentlich immer den Guten helfen, dem Guten Alten. Der ist nämlich ein Glücksspiel und der will natürlich die Macht, das Geld für sich haben. Okay, jetzt machen wir hier weiter. 5, 5, 5, 1, glaube ich. Passives. Ah, also 6, 8, 5, meine ich. 6, 8, 5. Also hier müssen wir nur 5. Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Gut. Und das müssen wir als nächstes skillen. Also Skills. Das ist einfach Blitz, Totems. Ah, die Raben machen wir als nächstes. Die Raben mache ich gleich mal auf. Ah, da muss man auch wieder oben durch. Die Totems buffen. Stimmt. Die Raben werden, glaube ich, irgendwie so, weiß nicht. Ende dieses Aktes hat das auch freigeschalten. Je nachdem, wie weit man, also wie schnell man halt rusht. Ich werde jetzt ja sowieso ein bisschen mehr rushen, natürlich. Und ich muss da auch keine Items finden, nein. Die guten Items werden angeschaut. Ah ja, den kann ich ja anschauen. Fehlt. Ja, ich muss das Primalist einfach nehmen. Ich habe hier keinen anderen Feder. Das hat ein bisschen zu viel festgestreut. Zu wenig strikt. Aber ich kann ja eigentlich den auch runterladen. Das mache ich dann zwischen dem nächsten und. Also zwischen dem Part und dem nächsten. Genau. So. Wie hier auch mal Sprung. Hier machen wir den Ding und. Ja, hier machen wir. So, ist uns. Die Totems fetzen auch mit den Environments, Kistensachen und ja, was natürlich gut so, diese Sachen auch kaputt gehen, weil vielleicht droppt etwas Gutes. So, dann haben wir hier gleich Eisschaden, Kaltschaden, also Kälteschaden. Hier auch. Was ist eigentlich diese Not? Weniger Angriffsgeschwindigkeit, also Cast Speed. Alles helfen. Okay. 11 ist wichtig. So, dann machen wir einfach zuerst mal 5 Punkte rein. Seht ihr, die Toten sind echt stark geworden. Also, die waren immer zu schwach. Immer. Und jetzt plötzlich im neuen Patch machen die echt viel Damage. Also im großen Patch meine ich jetzt. Jetzt ist ja heute auch wieder, oder gestern noch, ein neuer Patch rausgekommen, der einfach so ein bisschen Probleme beim Registrieren und Einloggen, Fehlermeldung behebt. Ist jetzt nicht groß gewesen. Sie machen jetzt einfach den nächsten Patch natürlich. Kommt wahrscheinlich bald, so Ende Januar vielleicht. Man hat man
kennt es jetzt gar noch nicht, was kommt dann? Sie haben jetzt noch nichts veröffentlicht, also wahrscheinlich kommt es erst zum März vielleicht raus. Ich denke, es ist immer alle 3 Monate, glaube ich. Das ist natürlich sehr gut für so viele Neuerungen. Was gibt es für Pass Perfect sei nie. Keinem Patch, keinem Liga Ding, Neuerung. Gab es eigentlich nie so Neuerungen. War immer ein bisschen langweilig. Ich bin schon Pass Perfect Fan, aber ich bin eigentlich jetzt momentan ein bisschen eher so einer, der Pass Perfect jetzt langsam dem Ende sieht. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Performance von der Engine ist echt schlecht geworden. Und die One-Hit-Gegner sind halt auch langsam echt doof. Dafür bin ich ein bisschen erfreut, dass Last Epoch echt gut wurde. Also der letzte Patch hat so sehr viele Neuerungen gebracht, die einfach super waren. Und nach der Patch im August, Anfang September mit dem neuen Akt, Wahnsinn. Was die Entwickler für Talent haben, das ist unglaublich. Also ich meine einfach so diese Epicness, diese Dungeons, die sie auch immer wieder anfügen. Und so weiter, ist einfach unglaublich. So. Die lassen wir, die brauchen wir jetzt nicht zu ersetzen. Und jetzt können wir schon weiter, wir sind jetzt auch schneller. So, und ab Level 12 haben wir danach mehr Damage vom Set. Das Set ist halt eher für den Necromancer, für die Golems. Aber das könnt ihr auch sehr gut benutzen. Also hier das Set mit Pepless Cola und Pepless ist wahrscheinlich Pepless Set. Die Set-Namen, die stehen gar nicht. Also es ist einfach nur, sind einfach nur einzelne Items, aber das Set müsst ihr halt nachschauen, wie sie heißen. In einem Wikipedia oder so. Gibt es jetzt eigentlich schon ein Gamepedia davon? Noch nicht so richtig. Könnt ihr eins mal verwalten. Die User machen. Die lieben Spieler, aber ich habe so wenig Zeit leider. Ist leider traurig, wie wenig Zeit man hat, wenn man viele Pläne hat und alles mögliche. Ich will ja auch Fußballprofi werden, aber wie? Wenn ich doch keine Zeit habe. Ja. Oh ja. Bin ja jetzt auch wieder gesund, relativ viel. Also ich habe nicht mehr diese Entzündung und die Hüftschmerzen. Kann ich natürlich auch wieder starten mit dem Fußballtraining. Sehr schön. Geht das schnell? Das ist wunderbar. Joshua Mann ist auch schnell. Also ich habe die Schnelligkeit haben. Paladin hat zum Beispiel Schnelligkeit drin. Ist ein bisschen komisch, weil ein Paladin jetzt nicht unbedingt bekannt ist für seine Schnelligkeit. Aber hier im Spiel. Ja, doch, sehr schnell. So, der Boss wurde auch nicht mehr so stark zäh. Aber ich habe schon immer schnelle Case gehabt von diesem Boss. Der war in den letzten Patches auch immer ein bisschen zäh genug, damit ich eingeschlafen bin. Ja, ja. Nein, es ist bei mir gar nicht so schlimm. Zwischen Langeweile, also zwischen langweiligen Sachen und super guten Sachen, spannenden Sachen, ist gar nicht so ein mega Unterschied. Ich mag einfach alles mega. Die Spiele dürfen gerne mal ein bisschen slow sein. Ist mir eigentlich nicht schlimm. Ich merke diese Langeweile eigentlich gar nicht so gut. Ich merke es einfach in den Videos, vor allem in den Livestreams, dass ihr halt schon viel mehr und schneller gelangweilt seid. Schreibt es mal in die Kommentare, ob euch Grinding oder Leveling auch so nervt oder auch nicht so nervt. Wie zum Beispiel ich so ein bisschen Gefühl habe bei manchen. Jo. Und schreibt mal, wie lange ihr in die Kommentare, also wie lange ihr das Video schaut. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, bitte. Interessiert mich gerne mal. Damit ich eben auch ein bisschen mehr Zuschauer vielleicht bekomme. Die sind leider ein bisschen am Zurückgehen, wirklich intensiv. Ja.
Ich leiste sie mir halt ständig. Also es ist gar nicht mal so wichtig, dass ich jetzt viele Zuschauer bekomme oder so, aber ja, ist natürlich schon motivierender, damit es euch auch besser geht beim Zuschauen. Ihr müsst halt den Livestream und Let's Play auch helfen. Wenn ihr nicht helft, dann ja, werdet ihr auch nicht immer so spannend die Sachen finden, oder? Ich meine, zum Beispiel mich kann man sehr gut viel spannender machen, wenn ich dann auch wirklich Freude habe. Ich gerade um 2:30 Uhr beginne zum Livestream, jetzt haben wir jetzt 3:11 Uhr. Ja. Natürlich nicht so toll. Okay, wir haben noch genug Zeit. Hey, das geht so schnell vorwärts. Seht ihr in einem Part, eigentlich 4 Akte oder so? Ja, ein 3 Akte. Aber auf jeden Fall schon krass, wie man auf kürzester Zeit mit so guten Builds vorwärts kommt. Also der Build, der ist ungefähr 5-mal schneller als der Forge Guard gewesen. Er hat einfach zu langsam angegriffen. Die Fackel war ja erst ab Level 20. Ja. Schon ein gigantischer Unterschied. Den nehme ich wegen Widerständen und Mana-Regeneration. Hey, ich finde die Totems sind mega stark geworden. Okay, jetzt müssen wir hier aufhören. Warcry haben wir schon. Seit wann ist Warcry für Primalist? Es muss eigentlich in diesem Patch passiert sein. So 3 Punkt, nein, 0.8.4. Nicht 3. Muss eigentlich hier passiert sein. Im Dezember, Anfangs Dezember kam er raus. Wann kam er raus? Anfangs November irgendwie. Okay, war cool. So, wie geht's dir? Also Eisbite würde ich gerne machen. Eisbite. Bist du nicht blau dadurch? Okay. Weil das Sabretooth, der Säbelzahntiger, der wird weiß durch ein Not. Oder hellblau oder so. Wow, wie schnell der den getötet hat. Der war auch immer wieder zäh, zu zäh. Richtig nice. So, noch 2 Punkte haben wir genannt. Wunderbärchen. Richtig cool, also wirklich schön, schön. Ich lasse einfach, wie viel Spaß macht, wenn man da weiter Let's Playen kann. Ja, ich hatte immer wieder Probleme mit dem Hochladen, aber das ist jetzt weg. YouTube macht auch nicht mehr so lange. Ewig. Also für die Verarbeitung war manchmal halbe Tage lange. Einfach so schlimm, wie YouTube manchmal langsam ist. Naja, man ist halt ja auch kein Partner noch. Man muss ja 1000 Abonnenten haben. Habe ich wahrscheinlich vielleicht bald mit den Vlogs, aber gut. Ja, man hätte gerne Fahrradkette. So. Jetzt kommt ja diese Müllschluckeranlage, nein, vorne ist also Schmiedeofen. Aber so eine Müllschluckeranlage muss in Last Epoch auch kommen. Nein, passt halt nicht. Ist halt ein bisschen zu mittelalterlich. Aber so kann zum Beispiel Fantasy oder Magie nicht auch modern sein dann im Mittelalter? Stört es denn so, wenn man schon irgendwie einen PC hat oder so? Zum Beispiel in Dungeon Siege 1 und 2 gab es auch, nein, nur in 1 gab es Goblins, die mega weit fortgeschritten waren und so Panzer aus Holz und Stahl gemacht haben. War richtig cool. Aber so geht das jetzt zum Beispiel in Last Epoch nicht, dass es ein bisschen moderner ist. Hätte man wirklich viel mehr Möglichkeiten, das auszubauen. Wieso gibt es nicht in Zukunft? Also, das letzte der Zeitzone ist ja noch ein bisschen mittelalterlich geblieben. Also gibt es nicht so mega Zukunft auch. Würde eigentlich wirklich schön viel Spaß machen. Wird vielleicht auch wirklich ein paar Leuten stören, klar, aber ich meine, ja, wenn man schon Zeitreisen macht, dann wirklich Zukunft. Das wirkliche Zukunft. Von uns vor dem PC.
Okay. Wir haben nur Schrott gefunden. Shay kann ich ja mal tragen. Ah, ich habe das Slap. Das Slap ist halt wirklich nicht gerade so gut. Die kann man einfach nicht benutzen, so Low Level. Vielleicht später mal, aber. Ne, eigentlich konnte Slap eigentlich nie verwenden. Also ich weiß. Ich weiß nicht. Zu wenig Blockchance. Eigentlich nur der Paladin kann den gut verwenden. Ja. Ich glaube, es bringt nicht. Also, so viel Leben braucht man am Anfang auch nicht, bis man es wieder weglegt. Ja. Ist zu schwach. Aber vielleicht ist ein Legendary davon vielleicht stark genug. Ich weiß nicht, ob Legendary dann die Levels haben mehr. Aber ich glaube nicht. Ja. Und dann gibt es ja noch die Speedrunner, die natürlich solche Slaps wahrscheinlich nicht verwenden. Naja, wahrscheinlich dann eher das Schild mit Ausweichchancen. Also die Mana-Kosten sind bis noch zu hoch. Mehrsturm, aber wann bekommen wir die Ding? Ja, Stormcrow, noch, es geht noch ein bisschen. Okay. Easy. Ja, ich habe immer noch im Hals dieses Asthma-Zeugs. Kack, Asthma. So, zwischen dem ersten, also dem Isinin-Bad und dem nächsten. Ich mache noch kurz das Essen. Bisschen das Asthma aus dem Hals raus spucken. Und danach. Ja. Dann natürlich easy weiter mit diesem Bild. Das ist wirklich sehr leicht. Und ja. Macht auch Spaß, ein bisschen durchzuwaschen. Muss ja nicht immer so bockschwer sein. Das Bockschwer kommt dann sicher, wenn wir anfangen, diese Temporal Rifts zu machen. Weil die Gegner haben dort meistens ein bisschen zu viel Leben und zu viel Schaden. Mit diesem Kampagnenstand. Ja, in der Kampagne. Das ist noch ein bisschen zu schwer meistens. So. Ja, und die deutsche Version kommt wahrscheinlich auch bald raus. Ja. Freue mich drauf, weil ich bin natürlich liebend gerne ein deutscher Leser als ein Englischleser. Es dauert bei mir ein bisschen zu lange. Also ich kann alles übersetzen, aber es dauert immer lange. Dann Grammatik, also vor allem die der Satzbau dann zusammenzusetzen, dauert halt, weil ich noch nicht so gut Englisch kann. Oder für alle Wörter kann. Fast alle jedenfalls. Das Wichtigste. So, also dieser Stab, der macht natürlich schon fett Damage. Das ist unglaublich. So, jetzt kennen wir die vor dem Boss. Jetzt kommt gleich der Boss. Das ist, glaube ich, Akt 2. Jetzt müssen wir mal hier schauen, was das für ein Akt ist. Es wird nicht angezeigt. Es wird nie kaum angezeigt. Nur beim Quest geben und so. Ja. Ach Mist. Ja, es ist ja doof. Wenn man nicht sagen kann, welchen Akt wir sind. Akzeptiere nichts. Dann nehmen wir nichts. Knapp noch ausgewichen. Oh, wer ist böse? Hey, natürlich immer im Uhrzeigersinn ausweichen. Immer auf die andere Seite stellen, dass er ja nicht kriegt. Und sonst ist der Boss eigentlich auch einfach mit diesem. Sogar der Wolf hat alles easy ausgehalten. Ich fand den wirklich. Als er eingeführt wurde in dieser Form, extrem schwer. Und mit jedem Patch, mit jedem Charakter wurde der leichter. Keine Ahnung. Ja.
Steht nicht. Steht nur bei den Quests, also. Ich muss mal kurz schauen. Steht hier auch nicht. Manchmal steht es vielleicht in einem neuen Akt, also wenn wir in einen neuen Akt gehen, dann steht es, glaube ich. Hier steht es auch nicht. Oder war hier oben? War da eine Zahl? Ich glaube, es war jetzt die Zahl 3. Die Zahl 2. Auf jeden Fall. Nee, steht nicht. Es ist nur ein Stern. Keine Ahnung, das müssen sie noch einfügen. So richtig groß und auch auf der Map oder so einfügen. Ja. Also hier müssen wir... einen Punkt reinsetzen. So, machen wir das schon mal. Jetzt muss ich wieder zum Vogel gehen, zum Stormcrow. So, und dann haben wir auch bald... Nein, ich will nicht ESC drücken. Also, ich muss hier das Game drücken und dann ESC. So, genau. Ja, dann machen wir schon natürlich weiter. Wir haben alles vorbereitet. Nein, oh, Idol-System müssen wir noch machen. Ist es besser? Ist ja Nahkampf, ja. Melli. Okay. Das auch weg tun. Genau, Level 14, das war's, was ich eigentlich einsetzen würde. Ich habe einfach die anderen wieder gemacht. So, ich möchte noch schauen wegen Speed. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das brauchen wir nicht. Das ist mit Magie. Genau, die Rüstung würde ich dann irgendwann mal auch. Ja, können wir noch nicht benutzen. Wir brauchen das Bleed. Ja, dann benutzen wir einfach die besten. Eigentlich Necrotic Physical. Ja. Und Bleed, sehr gut. Bleed haben wir auch drauf. Dann werden es noch Stun Chance. Und. Was heißt Necrotic hier? Life Regeneration. So. Dann schauen wir wegen dem Schild. Schilde sind hier. 54, 55. Genau gleich. 35, 513. Ist schlechter. Okay. Easy. Weiter geht's. Geht so schnell. Ja, den Helm muss ich gar nicht mitnehmen. Machen wir den auch mal hier. Bei Def. So. Ja, Greetings, aber bitte nicht einfach anreden. Ja, ich habe halt drauf geklickt. Und weiter geht's. Wir wollen ja keine Zeit mehr verlieren. Ja, machen wir wieder ein bisschen schneller vorwärts. Ja, genau mit dem Ding kommen die Bienen auch. Die Handschuhe kann ich sowieso jetzt eigentlich einfach auswechseln. Haben wir 8 Byte, 15 auch. Sehr gut. Oh, schön Krieg. Wow. Also der Bild gefällt mir schon mega gut, aber es ist natürlich schon ein bisschen zu leicht. Also Anspruch muss man da nicht erwarten. Der einfach mal wieder so schwach. So, Minion Damage haben wir natürlich schon viel mehr. Die haben wir eigentlich. 21, sehr gut. Mana Regeneration, was wichtig ist. Stimmt. So, machen wir hier weiter. Ja, machen wir hier noch einen Punkt. Nein, wir lassen es so. Und dann machen wir einfach auf Cold Damage und auf Mehrwölfe. Oder direkt Mehrwölfe. Es geht, aber es geht noch nicht. Wir müssen jetzt zuerst auf Cold Damage gehen und dann. Das gleich freigeschalten, dass wir dann mehr Wölfe haben. Und ja, ist ja jetzt nicht unbedingt so richtig, so viele Wölfe zu haben. Sieht cool aus mit diesem Zauberstab. Hat natürlich keinen Skin, so wie er im Inventar aussieht, aber das kommt sicher bald auch mal noch. Wenn sie doch so beliebt sind, diese Unix, dann sollten sie auch Skins bekommen. So, und jetzt brauchen wir mal mehr Defensive. Jetzt mache ich eigentlich nur nach oben hin.
Dieses Teil hier, wo geht der eigentlich hin? Wisst ihr das? Geht einfach hier nach links wahrscheinlich. Ja. Geht sogar nur nach links. Ich dachte, der geht hier durch und man kann ihn irgendwie folgen, aber nein. Er geht nur nach links. Okay. Und hier sieht es auch mega geil aus. Also. So für ein Hack and Slay ist die Optik halt wirklich sehr gut. Ich bin aufgewachsen so mit Diablo 1 und Diablo 2 und hatte das natürlich bis sehr weit immer gespielt und ich finde die Optik von Resurrected sowieso mega gut. Ja, ich bin nicht so Grafikfetischist. Ich bin so ein, ja, mir ist es egal, was für Grafik, aber das Spielspaß muss stimmen. Oh, mal die Katze. Ich finde so Sims flach. Flach gelegt auf dem Fenster Sims. Hui, mega Sprung. So. Eventuell können wir noch bis zum Lager kommen. Ja, ich wusste schon, dass noch eine Spinne kommt. Ich hasse Spinnen. So, wenn wir einfach raschen, ich merke es einfach, wir haben zu wenig Mana. Aber gut, dann besiegen wir einfach weniger Gegner. Ich meine, wir sind zu stark, wir können alles weniger rushen. So, und im nächsten... Oh, ich freue mich schon drauf. Homing Shots sind ja nicht effektiv. Ein einzelner Gegner, der bekommt sehr viel Schaden. Und zerstreut dann natürlich weniger, aber dafür dann einfach, ja, so, ja, trotzdem auch viel, weil sie ja natürlich Sachen auch immer treffen und nicht daneben. Und das ist natürlich schon ein geiler Note. Und in vielen Beats ist der nie drin. Bei diesem Bleed-Beat ist er natürlich drin, weil er gar nicht so viel Damage machen musste, Toten. Und auch keine Hut-Notes hat. Deshalb, ja, ist natürlich schon sehr effektiv. Ich meine, einfach, ich hätte nie gedacht, dass man Toren-Toten mit Bluten spielen könnte. Stimmt, kann man. Ich freue mich drauf, endlich mal auch vorwärts zu kommen. Wird ein toller Bild sein. Weil ich echt auch Spaß macht. Also ich weiß es jetzt nicht, aber ich denke, euch wird es auch Spaß machen zuzuschauen. Bei toten Bits sind jetzt nicht immer die tollsten Bits zum Zuschauen. Kann ich eigentlich den gut tragen hier? Ah, den haben wir auch beim Besten. Ja. Ich denke, ne. So, jetzt kommen ja die Großen. Diese Kriecher. Die sind eigentlich wirklich gut gemacht. Sind ja nicht schwer. Also wenn sie schnell sind an den Time Rifts, dann ja, sind sie sicher schwer. Ach so, sind sie eigentlich nicht schwer. Weil das Streuen auch gut ausweichbar ist. Zuerst außen und dann innen. Genau diese Menge. Also es streut ja, aber einfach ausweichen. Es ist daran schwer, liebe Entwickler. Macht einfach den Schaden nicht so hoch, wenn man mal getroffen wird, aber ja, einfach ein bisschen schneller. Und sie wollen immer, dass wir streuen und das ist nicht so gut, weil wir wollen ja spielen, ohne wie zu ausweichen zu müssen. Und wenn wir dann immer wieder ausweichen müssen, das macht den Spielfluss halt schon ein bisschen zunichten. Es ist ein Actionspiel und kein Rollenspiel, Hardcore-Taktik-Rollenspiel. Deshalb muss das auch nicht immer sein. Liebe Entwickler, macht das mal ein bisschen besser. Wie schnell die Gegner einfach sterben. So, jetzt kommt wieder so ein Kriecher bald. Dann sind wir im Lager. Sogar vor 50 Minuten. Also Blutrüstung ist natürlich auch sehr stark. Ja, es wird knapp, es wird nicht reichen bis 50 Minuten. Dass der doofe Teil da noch da ist. Der Kriecher.
So, aber schön eigentlich doch gereicht. Ja, dann machen wir dann im nächsten Part hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und euch heute ja oben hier, wenn mal helfen. Ja, ist nicht so wichtig momentan noch. Genau, wir müssen drei Punkte hier reinsetzen. Ja, wir haben den dann bald, der zweite Wolf. Eben, die Wölfe machen zu wenig Schaden, haben zu wenig Resistenz, wenn man sich drauf geht. Deshalb ist es nicht so nötig. So. Dann haben wir eigentlich das Gute. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss.